Und damit willkommen zurück hier am heutigen Abend. Fnatic gegen Titan Map Nummer 3. Knifefront schon begonnen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, dass wir den Score richtig haben. 1:1 steht's nach Maps. Die alles entscheidende Map hier, DE Inferno. Meiner Meinung nach Fnatic vielleicht das stärkste Inferno-Team aktuell. Titan mit einer guten Leistung ist hier alles drin. Flasher mit 100 HP gegen Kali mit 22. Und 1:0 für Fnatic, wollte ich sagen. Knifefront geht an Fnatic, so. Bleiben natürlich als CT stehen. Und jetzt hat Titan was richtig Schweres vor sich. Mann relativ B orientiert. Flasher, der sich jetzt Richtung A zurückorientiert, zumindest lang ansagen kann. Kriegt er den Contact, macht den ersten Maniac direkt mit dem Refractor. Und jetzt, wo geht's lang? Geht's Richtung CD Base B oder doch Richtung A? Crimson Olaf Meister, die pushen jetzt die Banane runter, da steht Existence. Lässt den ersten durchlaufen, macht den ersten, macht er den zweiten auch. Nein, Crims kann er nicht machen, der wird rausgenommen. Existence wird rausgenommen, Crims noch mit 100 HP. Boah, aber sofort das Brett von Kali bekommen. JW und Pronax. Pronax gegen Kenny S, 2-on-2. JW bekommt sofort das Gesicht von Maniac gedrückt. Und Pronax holt das 1-on-1 gegen Kali. Zumindest noch mal ein bisschen Zeit geholt mit dem Kit. Oh, der zieht durch, der zieht durch, der zieht einfach durch, der zieht einfach durch, der zieht einfach durch! Geht das auf? Das geht auf! Pronax schafft es! Kali, eine Sekunde zu spät! Fnatic holt die Pistol Round, indem sie da, dann, indem er einfach durchzieht. Juckt ihn überhaupt nicht. 1:0 für Fnatic. Und damit... Ich glaube sogar die erste Pistol Round oder die zweite für Fnatic erst. Ansonsten holen sie da gerne nur die Ekos. Orientieren dich jetzt in der Eco Richtung Banane mit drei Mann. Existence Maniac Kenny S. Orientiert sich jetzt Richtung Banane komplett mit der Bombe. Olaf Meister mit Crims an B. Flasher, der sehr, sehr schnell verschieben kann. Einmal Olaf, zweimal Olaf. Mac 7 Meister, Olaf Meister. 2-0 Fnatic. Souverän runtergespielt hier.
Kisten. Das kann Olofmeister rausnehmen. First Pick auf Seite halten. Maniac gegen Pronax erfolgreich. Jetzt wird sich wieder Richtung B orientiert. Krim steht da alleine. JW und Flasher auf dem A-Spot gelassen. Runde sieht sehr, sehr gut aus für Titan. Schauen wir, ob Krimstar, was Krimstar machen kann. Gar nichts. Existence setzt sofort den Headshot. Flasher und JW noch. Aber die entscheiden sich jetzt hier auch, wenn man so aufs Geld guckt, richtigerweise die Waffen durchzubringen. Zumindestens ja, machen sie beide. Und wenn ich das gerade lese mit dem Co-Mod, klar, Knochen hat fast immer einen Co-Mod. Knochen ist auch ein, zwei Tage länger dabei. Hat da vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung, was das angeht mit den Jungs. Streamt aktuell auch weniger. Ist auch nicht immer so einfach, jemanden zu finden. Zumindest nicht für mich. Mit meinen 5 EPS-Lern, die ich da habe. Und wenn jemand möchte, kann er mich gerne adden. Dann kann man gerne das ein oder andere Mal denjenigen, wenn er denn Zeit hat, als Co-Mod machen, denn wenn man aktuell drauf schaut, wie viele Casts aktuell laufen, jeden Tag, da ist es auch immer schwer einzufinden. Aber back to topic, 2-1 für Fnatic. Titan holt die Runde und Fnatic kauft trotzdem. Olofmeister mit der AWP unterwegs. Versucht jetzt in der Mitte den First Pick zu setzen. Kriegt da keinen Contact. Fnatic spielt das mit einem ruhigen Aufbau. Oh, Olofmeister verschießt. Der war eigentlich easy für ihn. Olofmeister, schön den Shot gegen Maniac gesetzt und gleichzeitig geht es dann Richtung A-Spot. JW, einmal JW, jetzt das zweite Mal mit der CZ erfolgreich, nimmt Apex da raus und da setzt er nochmal den Headshot gegen Kali. Schön gespielt von JW, 3-1 für die Schweden, 3-1 für Fnatic. Von JW gegen Kenny S. Setzt den First Pick. Und sollte Titan die Runde verlieren, dann müssen sie wieder in die Eco. Flash ist da gegen Apex. Und derweil wird Richtung B gecontactet. Schaut man, ob da irgendwo eine Lücke ist. Ob man da eine Lücke findet, nicht bei Crims. Maniac noch, der jetzt Richtung CT pusht. Maniac schön abgeaimt. Schöner Move, aber Flasher ist sofort da.
Und Kali als letzter. 15 Sekunden jetzt gleich nur noch auf der Uhr. Die Bombe hat er zwar, aber das wird sich nicht mehr ausgehen. Nimmt Crimson noch aus dem Spiel. Jetzt brauchen sie nur noch auf Zeit spielen. Das machen sie auch. Easy. Keine größeren Probleme. Fnatic holt die Runde 4:1 für die Schweden. Und Kali bringt die AWP durch. Jetzt kommt er Richtung B. AWP bei Kali. Jetzt gegen JW. Oh, JW verschießt und ist bekannt. Kommt dann aber noch weg. Und dann durch die Smoke von JW gegen Kali. Maniac gegen Flasher. Flasher zieht da unglücklich die Flash. Wird da komplett überrascht. Olofmeister gegen Maniac erfolgreich. Kriegt eine super Flash und kommt auf den Spot drauf. Der W zieht rum, Apex empty ab. Apex und Existence noch gegen 3. Und sie orientieren sich mit Bombe jetzt wieder zurück Richtung Bay Crims, der jetzt auf dem Baseball bleibt, der jetzt zurück verschiebt. 20 Sekunden noch auf der Uhr jetzt. Einmal zieht jetzt nochmal rum gegen Existence. Oh, kann den Frag nicht ziehen. Und dann kann er ihn doch ziehen. Bombe 2 gelegt. Aber nächste Runde für Fnatic. 5:1. Inferno, ja, so eine Map, die ähnlich wie, ja, wie Mirage sehr ausgeglichen ist. 9-6, 8-7 als CT. So Standardergebnisse. Zwischen zwei sehr, sehr ausgeglichenen Teams. Aber Fnatic ein sehr, sehr gutes CT-Team auf Inferno. Aber auch als D nicht zu unterschätzen. Oh, schöner Headshot da mit der AWP gegen Apex. Den hat es komplett zurückgeschleudert. Es geht die Mitte gleich hoch, vermutlich Existence, zusammen mit Kali, Kenny ist dann übers Haus und orientiert man sich dann nochmal um. Fnatic spielt das gut, ziehen sich da gut zurück, JW zusammen mit Flasher da an lang. Kriegen da gleich Contact. B-Fake geht auf, oder? Der W verschießt, aber hat noch einen Schlitz hier. Zieht einfach rum und holt ihn dann Zoomless. Das war zu einfach. Die Smoke liegt da absolut alles andere als perfekt. Oh, der W mit dem nächsten gegen Kali. Und Maniac, der den B-Spot angefaked hat. Jetzt alleine gegen 5 und wird dann von der W rausgenommen. 6:1 für Fnatic. Eco bei den Franzosen. Oh, schön. Gegen Kali da. Jetzt geht's die Mitte hoch.
Flasher einmal. Schönes Spraydown von Flasher. Da gegen 3 gegen Existence, Apex und Kenny S. Und Pronax zum Schluss gegen Maniac noch. 7:1 für Fnatic. Eine absolut souveräne CT-Vorstellung bislang. AK-Runde aus Seiten von Titan, spielen ohne AWP. Aber dafür JW, erfolgreich gegen Maniac. Und jetzt geht's das Haus raus. Vermutlich. Also fängt sich da selber so ein bisschen mit der Flash. Moves raus, Retrack von Flasher ist da. Kali, Existence. Gegen 4. Ja, schönes Kreuzfeuer hier vom Pronak von Flasher. Das ist einfach. 8:1. Aber Titan kann erneut kaufen. JW holt Maniac da aus dem Spiel mit der CZ. Also diese Kombi AWP CZ bei JW unglaublich gefährlich für den Gegner. Flasher durch die Smoke gegen Kenny S. Zweimal Überzahlsituation. Und jetzt geht's die Mitte hoch. Flasher und JW im Verbund. Pronax 9:1 für die Schweden. Titan fällt absolut gar nichts ein. Da steht man gut im Kreuzfeuer. Da verschiebt JW zum richtigen Zeitpunkt. Die Frags sitzen. Ja, und Titan weiß gar nicht, was los ist. Fnatic lässt da wenig zu. Und wenn Titan hier nicht komplett unter die Räder geraten möchte, dann sollten sie jetzt zumindest nochmal 3-4 Runden holen. Runde Nummer 3 konnte Titan für sich entscheiden. Alle anderen Runden gingen bislang auf das Konto der Schweden. Und jetzt orientiert man sich mit 4 Mann, mit allen Vieren, Richtung B. Natürlich inklusive Bombe, Crims und Olofmeister, die da stehen. Gelegt, kann aber nicht gelegt werden von Crims. Existence als letzter wird geholt von Flasher. 10:1 für Fnatic. Also was Titan hier gespielt hat, das waren in Ansätzen in Ordnung. Wollten halt diesen Fnatic-Go spielen. Wollten quasi hier zusmoken und dann hier die Bombe legen und dann CT pushen. Ja, das ging nur in die Hose. Bombe konnte nicht gelegt werden. Die eine Smoke hat halt nicht gereicht. Und das war dann zu einfach für die CTs. Aber Titan kann kaufen. JW, der zieht einfach rein. Maniac da mit dem Refrag. Wichtig, aber Flasher steht wieder in der Mitte. Wieder Überzahlsituation. Kali schnell am Holz. Am Haus da. Und Flasher zieht sich richtig zurück. Also zum richtigen Zeitpunkt. Und sie doppeln jetzt lang. Kann da einen ansagen, Olofmeister. Geht da gleich Kontakt.
Orlochmeister, unglaublich gut gespielt. Wartet hier unglaublich lange ab. Wartet da auf eventuell den zweiten oder dritten, der auch lang durchgast. Dann zieht er in die Mitte rum, macht den Frag und dann kann er lang auch noch rausnehmen. Ja, und dann ist es Runde Nummer 11. Und Titan kann quasi durchkaufen mit dem Loser-Bonus. 11:1 für Fnatic. Aktuell sieht nichts danach aus, als ob Titan hier irgendwie auch nur ansatzweise gefährlich werden kann. Als T. Der W-Fuß-Hit. Bonach steht dann mit dem Refrag gegen Apex. Bonach müsste Kenny Esther eigentlich gehört haben. Oh, und dann Kenny Esther drückt das Gesicht gegen Pronax. 2-on-2, JW gegen Kelly. Und 2-on-3, was? Jetzt 2-on-2. Was macht denn JW? Den muss er doch gesehen haben. Zumindest gewusst haben, dass er da was geworfen hat. Und Crims. Oh, der Molly, der könnte tödlich sein. Der Molly ist tödlich! Er verbrennt einfach Kenny S., der nur noch 1 HP hatte. Und holt somit Runde Nummer 12 für Fnatic, für die Schweden. 12:1 und Titan. Ja, da war... Weiß ich nicht, was er da on-spot gemacht hat. JW hätte eigentlich, ich glaube, eine Flash oder Smoke war es, sehen müssen. Da rennt er einfach, warte mal, stumpf durch. ...12:1 und Fnatic beweist erneut, wie stark man aufspielen kann auf Inferno. Und da verstehe ich auch vielleicht den Titan nicht, warum man da Inferno nicht rausvotet gegen Fnatic. Aber, na gut. Die Jungs werden sich was dabei gedacht haben. Oh, JW wird jetzt nicht rausgenommen. Schon wieder mit der CZ den zweiten Frag gemacht, den Refrag gegen Maniac gesetzt. Oh, ist das unglaublich stark, was der gerade spielt hier mit der AWP. 22 Frags bei ihm. Auf mit dem Refrag gegen Kenny S. Apex und Kali noch gegen 3. Kali schon die Mitte durch. Schauen, ob er da Richtung CD-Base läuft. Sieht aber eher nach A aus. Pronax, der zieht da rum, hat ein gutes Timing in Kali. Und jetzt ist es nur noch Apex mit 29 HP gegen 3. Das wird schwer für ihn. Und das sieht nach einem 13:1 aus hier. 16 Headshot gegen Flasher. 20 Sekunden. Er orientiert sich Richtung A. Und dann zieht aber Pronax wieder gut rum. 13:1 für Fnatic. Ja, und aktuell sieht es nach einer absoluten Vergewaltigung aus hier für Titan. Also die haben auf Inferno absolut gar keine Chance als T. Schön gespielt von Pronax, den Apex raus, zieht sich zurück. Flash nochmal, Kali. Kommt aber nicht off. Oh, ist das gut gespielt von Pronax in der Situation. Zieht dann gut rum gegen Kali. Boah, was für ein Timing er da noch hat. Pronax in Onside gegen Kenny S. Verliert das Duell, aber Flasher ist da zum Refrag. Maniac und Existence noch in der letzten Runde. Existence ist bekannt. Ja, und die Bombe ist on. Crims gegen Maniac und damit 4
16 zu 1. Und wenn wir aufs Scoreboard schauen, 22 Frags bei JW, dem Wunderkind. 14 bei Flasher, 11 jeweils bei Crims, All of Meister Pronax. Keiner zweistellig bei Titan. 8 bei Maniac als Topbreaker, 6 bei Apex, genauso wie bei Kali. 4 bei Kenny S und nur 3 bei Existence. Das ist zu wenig, wenn man Fnatic hier irgendwie in Verlegenheit bringen möchte. Das kann man so nicht. Und jetzt mal schauen, was die Jungs sich für die First Round überlegt haben. Ja. Kali chillt auf jeden Fall an der CT-Base. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Und wenn sie das hier auf eine Overtime bringen oder zu einem 16-14, dann wow. Yes. Boah, schöne Runde von Titan. Schöne Runde von Titan hier. Von Maniac, Apex und Kali. 14-2. Also, First Round gesichert. Alles schön blau bislang hier. Ah, das war auf jeden Fall Pflicht. Genauso wie alle anderen Runden jetzt, wenn sie direkt gewinnen wollen. Ansonsten dürfen sie genau eine abgeben. Oh, es geht hier immerhin um ein Preisgeld von rund 17.000 Euro. Also keine Peanuts, die hier verdient werden können. Und Fnatic baut sich jetzt auf Richtung B. Da stehen Apex und Maniac. Apex einmal. Fällt dann gegen Crims. Maniac. Maniac nochmal. Maniac zieht nochmal rum. Kann den dritten machen und macht er jetzt auch den vierten. Ja, er macht ihn. 14-3. Dritte Runde für die Franzosen. Eco nicht aufgegangen. Nur eine Waffe rausgenommen. Jetzt sitzen gut. Maniac einmal, Maniac zweimal. Schönes Playdown. Dreimal. Und dann kommt Apex. Und beendet die Arbeit von Maniac. Schnelle Ecos. 14-4. Titan. Braucht nur noch 12 Runden. Aber jetzt erste Equip Round. Und die müssen sie definitiv abwehren. Aber Kali ist direkt First Pick gegen JW in der Mitte. Und das ist ein Riesenvorteil auf Inferno, wenn man hier den First Pick hat als T. Die CTs müssen sich splitten. Entweder im, ups, im Tour und 2 gegen 2. Hier. Oder sie splitten halt im 3-1. Dann ist der B halt relativ offen oder muss alleine gehalten werden. So ist der A-Spot zumindest von einer Seite relativ offen. Und Titan entscheidet sich hier zu einem 2-2 Split. Und Apex kann zumindest ausgleichen, was die Spielerzahl angeht. Es ist natürlich möglich, hier auch als T 15-0 gewinnen. Keine Frage. Aber gegen ein Fnatic in dieser Form? Wow. Das wäre ein Statement. Und was spielt Fnatic jetzt? Smoke in die Mitte. Kenny S zieht sich zurück. Und sie bleiben bei ihrem 2-2. Sie wollen da den B-Spot splitten. Und das geht jetzt gleich auch auf, eventuell. Pronax mit dem Refrag gegen Maniac. Apex
An der Kabeltrommel. Apex kann ihn downschießen. Apex kann die Runde holen. Denn die Bombe wird niemals wieder gelegt in dieser Runde. Zeit läuft ab. Krims überlebt, oder? Krims überlebt und kann Apex noch mitnehmen. 14-5. Titan, fünfte Runde. Eco bei Fnatic. Von Existence im Haus und wird rausgenommen von Crims. First Pick auf Seiten von Fnatic. Damit hat er nicht gerechnet, nicht wirklich, dass er dann von der anderen Seite attackiert wird. Offensiv-Move. Apex. Ah, schön gespielt von den beiden an B-Spot. Er steht gegen Crims. Kali wird jetzt überrannt von Pronax, aber steht Kenny S nochmal erfolgreich und Kenny S dann gegen JW in den Kopf. Sechste Runde Titan. 5-0 als CT. Also, man kann sich hier zumindest in eine kleine rausspielen und das ist auf jeden Fall, ja, das muss schon so sein, sonst war es das, logischerweise. Mal schauen, ob es jetzt so weitergeht oder ob Fnatic dann irgendwann doch die zwei Runden holen kann. Offensiv-Move, aber JW mit dem Refrag. Und kann sich da zumindest einigermaßen befreien vom Molly. Aber Existence hat schon eine sehr, sehr schöne Posi, wenn Crims nicht wäre. Und wenn JW gegen Kenny S nicht wäre, dann wird es immer noch hier in einem 4-on-4 sein. So, Kaliomaniac, die das jetzt hier richten müssen. Die gegen Runde Nummer 15 von Fnatic spielen müssen. Jetzt kann es gut vom Movement, vom Timing sein, wenn Kali hinterher pusht, tut er aber nicht. Maniac alleine an B. Und Fnatic braucht halt jetzt wieder unglaublich lange, weil sie auf Info von Crims warten. Und jetzt macht Kali genau das Richtige, aber wird abgeaimt. Hätte nicht komplett hinterher pushen sollen, nur hinten dicht machen sollen. Flasher holt Runde Nummer 15 für die Schweden. 15-6. Und wir haben 11 Matchbälle, 11 Matchrunden für die Schweden. Und können sie davon einen verwandeln oder schafft es Titan, sich hier mit einem Comeback in die Overtime zu retten? Es ist möglich, aber es ist ultra schwer. Richtig hart wird es. Wenn sie das schaffen, mein allergrößten Respekt. Wirklich dran glauben, tue ich aktuell nicht. Aber wir haben auch gesehen, auch Deutschland spielt da mal unentschieden gegen die Iren, die bislang bis dahin nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen haben.